So, weiter geht's. 60 München heute der nächste Gegner in der Liga. Und aufgestiegen sind wir ja. Das ist jetzt klar. 30 Punkte haben wir Vorsprung. Es sind noch 9 Spiele. Und damit passt das. So, 17 haben wir Vorsprung vor Dings. Dann mal, ja, gucken, was jetzt passiert in der Liga. Aber ich habe jetzt haben wir nämlich die 60er und dann geht's weiter mit dem Rückspiel gegen die Spurs, ja. So, gut. Geht's weiter, auf jeden Fall. So, ich kann mal wieder ein bisschen durchwechseln. Mir ist das alles ein bisschen sehr wichtig da. So. Gut, dann passt das so. Dann wechseln wir auf ein paar Positionen durch und gehen ins Spiel gegen die 60er. Nächste Ligaspiel, Spieltag Nummer 26, heißt 60 München als Gegner. Und dann halt die Spurs als Rückspiel. Aber jetzt erstmal wieder volle Konzentration in der Liga. Dann wollen wir nämlich auch den nächsten Sieg reinholen. So viel ist es nämlich auch nicht mehr. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Klingt nach spannendem Fußball. Buschi. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Das ist es halt, ne? Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig stark. 3 Tore heute, dann nochmal 100. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und das gibt natürlich für diese Partie jede Menge Selbstvertrauen. Mit dieser Aufstellung geht 1860 München ins heutige Spiel. Sie wollen sich auch heute wieder ein bisschen zurückziehen, ne? Gefällt natürlich nicht jedem, aber effektiv kann das natürlich durchaus sein. Trotzdem. Ja, spektakulär ist es nicht, aber es ist ihre große Spezialität. Hinten dicht machen und tief stehen. Vielen Dank. So. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Aus. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, so. Und zwar aus dem Mittelfeld. Ich wechsle jetzt, ich habe jetzt wieder ein bisschen rotiert. Wie gesagt, das ist ja jetzt erstmal nur Anführungszeichen zweite Bundesliga, das sind wir ja durch. Lex. Aber wichtig ist jetzt das Spiel, was wir uns dann morgen angucken. Das Rückspiel nämlich gegen die Spurs. Aber jetzt erstmal Konzentration auf die Löwen und damit durch den Dank über Marco Richter. Ja, ich habe da keinen jetzt, der mehr, der mitläuft. Zuspiel. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Mich ärgert es halt, wie gesagt, nicht nur das Unentschieden, das hätte ich jetzt unterschrieben vor der Partie, aber dieses Gegentor halt, dieses bittere, unnötige Gegentor gegen die Spurs, was ich mir eigentlich selber reingehauen habe, weil ich habe das Ding eigentlich sicher gehabt. Dani Lazza. Schöner Pass da. Schöner Ball auf Lokrüger. Das könnte die Führung. Flo Krüger. Die Chance ist vorbei, er wirft sich in den Schuss. Könnte die Führung mehr. Ah, schade, da haben sie gut verteidigt. Der wäre auch anders ausgehen können. Dragovic. Ja, er hat den entscheidenden Fehler gemacht gegen Harry Kane, der das Gegentor gegen die Spurs zu verantworten hatte. Und die erste Chance für uns, unsere Jungs. Es gibt Ecke. 15. Ecke Minute. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Lazza! Oh, Bella Korczab, ja, gut gemacht. Schöner Pass jetzt. Schiedsrichter sagt, nö, kein Abseits. Krüger. Da lässt er die Klasse
gute Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer. Also nach 19 Minuten immer noch 0:0 für den Favorit. Okay, da soll er auch ein bisschen dagegen gehen, wenn der den Müll wegholt. Naja. Zu weit, hat er den? Wird wohl beim Keeper landen. Ja. Und zwar sowas von sicher. Marco Richter. Den kommt er nicht durch. Hab ihn. Der Ballverlust. Tommy! Was für eine Parade! Und gut gehalten vom Keeper da. Schwung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassikkeeper. Erstmal geklärt. Der Ball ist leider. Ich dachte mir jetzt, er pfeift den doch mal weg, aber pfeift er nicht hin. Wichtig, dass er da klärt. Die 60er werfen sich gerade mit allen in den Ball. Und es gibt Einwurf, Einwurf für die Löwen geben. Die ja auch wieder in die Bundesliga hochwollen, allerdings nicht diese Saison. Wahrscheinlich nicht in diese Saison hochgehen. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Dafür sind wir schon mal durch als nicht als Meister, das steht noch nicht so ganz fest, aber als Aufsteiger definitiv. Und damit steht es schon mal 0-1, Robin Hack. Der meckert, ich spiele doch zu wenig. Ja, wenn du spielst, triffst du meistens. Hat in Braga getroffen, hat in der nachfolgenden Partie getroffen, gegen Heidenheim, glaube ich. Und dann trifft er jetzt gegen die Löwen. Also soll er mal nicht sagen, dass er nicht spielt und dass er keine Chancen sieht. Schon heute, wie gesagt, den Rose Hohenwert, der muss mir in Tottenham hoffentlich wieder so ein bisschen seine Geschwindigkeit zeigen. Das hat er nämlich gemacht im Hinspiel, hat er nämlich getroffen. Ne? Also, drittes Bundesliga-Tor für ihn. Oder Zweitliga-Tor. Und jetzt führen wir mal mit 1-0. Und wenn ich ehrlich bin, ich würde sogar 0-0 gegen Tottenham unterschreiben, weil dann wären wir nicht weiter. Aber wie gesagt, das wird alles andere als einfach werden, weil die Spurs werden definitiv alles dran setzen, hier mindestens ein Tor zu schießen. Und dann müssen wir nämlich. Sieht vielversprechend aus. Schießen sie zwei, müssen wir gewinnen. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Na komm. Das gibt Ecke, jawohl. Eckball. Kolasinac hat's rausgeholt. Da kommt die Ecke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Ja, wir haben hier das erste Tor für Hannover 96. 96 trifft, Spielstand, oder? Damit 1-0. Gespielt sind 42 Minuten. Danke für das Update. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Aber ja, das ist mir eigentlich momentan gerade herzlich egal, wo die anderen Spielstände sind. Die gucken erstmal nur auf uns. Ich denke, Meister werden sollten wir ohne Probleme hier in der zweiten Liga. Mein Kopf ist gerade eher so ein bisschen eine Partie weiter, und zwar das Rückspiel. Aber jetzt erstmal Halbzeit hier in München. Und da steht es 0-1. Zur Pause sieht das richtig gut für sie aus. Sie liegen vorne. Und wenn es dabei bleibt, dann ist das der Aufstieg. Jetzt nochmal 45 Minuten alles raushauen. So, 35. Minute, Robin Nack hat getroffen. Und wir gucken gerade mal auf das Ding. Ja, in Kiel führt Hannover 1-0. Okay. Mit der Führung im Rücken. Aber ja, das ist. Doch, Kiel ist ja mit der Tabellenvierter, ne? Die sind ja so ein bisschen der Sprungbrett. Ja, ne, aber es ist Jacke wie Hose. Wir sind ja aufgestimmt. 30 Punkte Vorsprung. Jetzt sind es 33 aktuell auf Kiel. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Schade. Komplett ungeschlagen wären wir nicht. Das ist klar. Weil das. Ja, Freistoß für die Schalker. Weil wir haben ja in Dresden zum Beispiel schon mal verloren, ein Spiel. Richter. Da ist die Hereingabe. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Schuss zum Konter jetzt. Sie verlieren den Ball. Schade, das war eine gute Kontermöglichkeit.
Tor! 2-0 mal Krüger. Flo Krüger, glaube ich, war's. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich. Der sich da auch durchsetzen kann. Also ich muss, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich gegen Tottenham ein bisschen rotieren müssen. Das heißt, rotieren müssen. Ich werde es ein bisschen taktischer angehen lassen. Aber. Das habe ich heute auch gemacht. Florian Krüger darf mal als Stürmer ran und zeigt hier auf einmal, dass er es kann. Setzt sich da gegen den Sechser durch, der Löwen, und drückt das Ding über die Linie. Wobei er in einer etwas schlechteren Position war, muss ich sagen. Der war nämlich hinter dem Spieler und kriegt den dann noch irgendwie durch die Beine gedrückt. Und nach 55 Minuten steht es dann jetzt 2-0, während die Löwen jetzt nochmal wechseln müssen. Oder wechseln. Ich hoffe, dass wir den tatsächlich in der neuen Saison auch holen. So. Marco Richter. Ah, das war ein bisschen. Super dazwischen gegangen. Krieg ich den noch dahin? Nö, krieg ich nicht mehr, okay. Ah, der ist weg. Geht mit einem Wurf weiter. So, der Ball ist erstmal wieder bei uns in den Reihen. Ein bisschen locker durchspielen. Und da ist jetzt einer, der mitgehen will. Dani Lazza. Richter. Gute Aktion. Was macht er draus? Klasse gemacht. Starke Block. Das haben wir schon. Also wieder gegen Heidenheim. Dieses Scheibenschießen. Diese drei, vier Dinger hintereinander. Zwei, dreimal abgeblockt. Dann der Keeper gehalten. Das ist jetzt nämlich genauso passiert hier. Da sieht man, zwei Abblocker und der Keeper dann. Glück gehabt. Da hätte er das auch anders ausgehen können. Krüger. Ah, das könnte was werden jetzt. Ja, der muss abbrechen. Das ist. Da ist einfach keiner mitgelaufen und alleine da auf der Position, von der Position wird schwierig werden. Und jetzt passt es. 0-3. 72. Minute. Es ist Erik Tommy und das ist die Entscheidung. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielt sie zurück und dann setzt er sich durch. Willenstein, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. So, für ihn war es jetzt Tor Nummer 7. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Die Nummer 8, Erik Tommy. Philipp Steinhardt. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen. Ah, dann kommt der Richter. Den kriegt er nicht unter Kontrolle, den Ball. Sehr guter Einsatz. Na, ah, gut verteidigt da. Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab. Ja, ich nehme natürlich ein bisschen jetzt. Ich nehme natürlich jetzt ein bisschen die Intensität von mich raus, weil. Das Ding ist eigentlich entschieden. Da sollte nichts mehr passieren. Dramatisch ist. Es sind noch 10 Minuten. Wir führen mit 3 Toren Vorsprung. So wirklich große Chancen hatten die 60er nicht. Also eigentlich ist das Ding hier ziemlich sicher entschieden. Ulrich. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Ja, gut gelöst. Aber jetzt nochmal der. Länger nichts passiert. Und viel wird auch nicht mehr passieren. Dafür war das Spielverlauf. Ach, mein Gott. Eindeutig. Hat er gut eingesetzt, seinen Körper. Ist hier immer noch am Ball. Den Ball abgewehrt. So, sind jetzt noch 7 Minuten und es wird sehr, sehr knapp langsam mit der Zeit, weil die Löwen hier noch überhaupt irgendwas in die, auf die Reihe zu kriegen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Eine Minute noch. Richter, brauchen wir nicht. Spiel läuft, ist aus. Feierabend, 3-0, beendet sein. Pflichtaufgabe, zweite Bundesliga ist gelöst.
Das passt schon. So. So, Hack, Rüger und Tommy mit den drei Toren. Wie gesagt, das war die Pflichtaufgabe der zweiten Fußball-Bundesliga. Und jetzt kann ich weitergehen im Kopf. Und das nächste Spiel ist dann das Rückspiel zu Hause gegen die Spurs. Und ich glaube, da hat Union unentschieden gespielt. Das heißt, wir haben wieder zwei Punkte Vorsprung. Zwei Punkte mehr Vorsprung. So ist es richtig. Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und danke jetzt weiter da mit dem Spiel gegen die Tottenham Hotspurs.